Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Ring. Und wir gehen jetzt mal hier runter, auch wenn ich das nicht will. Da ist ein Stuhl. Stuhl. Warum ist da einfach nur ein einzelner Stuhl? Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Oh Scheiße, und die Musik verändert sich wieder. Ich will nicht, dass die Musik sich verändert. Hä? Warum? Oh, ich will das ja alles. Ich will das hier nicht. Kriechgang. Ich habe so Angst, dass ich von was gejagt werde bald oder sowas. Auch wenn ich weiß, dass es nicht passiert. Oh mein Gott, was ist das hier für ein schrecklicher Gang? Und wieder dieser selbe Spruch hier wieder. Ich sollte mir das, glaube ich, gar nicht so genau angucken. Hallo? Natürlich ist dort ein Fernseher. Muss ich mir jetzt das Band ansehen? Und hier ist der Stuhl. Stimmt, hier wurde irgendwie immer so Beobachtungen ja unterzogen von irgendwelchen Forschern oder so. Kann das sein? Irgendwie sowas war da doch garantiert. Oder zumindest hier scheint es so, dass das Mädchen beobachtet wurde, weil die wussten schon, dass sie seltsam ist und übernatürliche Kräfte hat oder sowas. Und dann wurde die auf den Stuhl gesetzt und die haben dann hier hinter der Scheibe gesessen. Irgendwie so. Ich muss den Film mal wieder gucken. Ich habe keine Ahnung. Das war irgendwie zu erwarten. Dabei sieht die an sich total lieb eigentlich aus. Die guckt gar nicht böse. Es war ein ganz liebes Mädchen garantiert. Und sie hat so heftig geschrien, dass das Glas hier kaputt gegangen ist. Und hier ist Blut bei den Stühlen jetzt. Warum steht der Stuhl jetzt da hinten in der Ecke, bitteschön? Oh! Deswegen. Licht? Danke. Och nö, nicht schon wieder sowas. Das hatten wir doch auch schon bei S. Also ich meine bei Be My Valentine. Warum gehen die... Alter, warum gehen die Frames gerade so in den Keller? Alter, was ist hier los? Ein Frame, zwei Frames. Was zur Hölle? Ist meine Festplatte jetzt voll oder mag das Spiel gerade den Bereich hier nicht? Ah, Hilfe. Nee, die Frames, die... I hate you. Ja, danke. Ich mag dich auch. Oder so. Ich muss hier weg. Nett. Aber warum sind die Frames jetzt hier so im Keller? Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Was ist hier los? Hilfe. Warum? Ich fürchte schon wirklich fast, dass meine Festplatte voll ist. Dann habe ich den Part dann gestartet. Der kann doch noch gar nicht so lang sein eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss hier anscheinend mal eben einen Cut machen, weil ja gerade, wie gesagt, das Spiel sich nicht so richtig einkriegt. Ich habe hier zwischen 11 und 16, 17 Frames irgendwie ständig was. Deswegen, sorry Leute, ich muss ja auf jeden Fall einen Cut machen. Entweder sehen wir uns gleich wieder oder doch im nächsten Part. Ich habe gerade keine Ahnung. Auf jeden Fall bis gleich oder bis zum nächsten Mal. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade eben noch ein paar alte Testaufnahmen gelöscht von meiner Festplatte und jetzt sollte es ja eigentlich wieder gehen. Klingeling, Secret. Und jetzt können wir auch wieder gehen. Wie man gesehen hat, das war wirklich nur ein kleiner Bonusbereich, aber ich finde ihn sehr, sehr, sehr creepy.
Achso, ich muss rückwärts abspringen. Ah, hier, okay. Und tap. Okay. Ah ja. Okay, jetzt bin ich hier. Gut. Finde ich gut. Nee, Musik, du kannst ruhig aufhören. Ist okay, ich bin doch raus aus dem Horrorbereich. Ist okay. Darfst gerne aufhören, gruselige Musik. Ist okay. Frames spinnen ja schon wieder. Anscheinend war es nicht genug, die Testaufnahmen zu löschen. Ist das gerade nervig. Okay, Leute, es tut mir von Herzen leid, aber ihr hattet wenigstens gerade einen guten Erschrecker. Ich muss die Parts, die ich aufgenommen habe von The Ring, anscheinend schon mal eben irgendwie woanders hinkopieren, übertragen, weil das sonst hier von den Frames her nicht geht. Meine Festplatte hat mehr als genügend Platz. Sie hat über 200 GB eigentlich noch freien Speicherplatz. Aber ich habe das schon mal gehabt in der Vergangenheit, dass manche Tomb Raider Custom Games irgendwie komplett so ganz viel Speicherplatz da haben wollen auf der Festplatte. Warum auch immer, um halt reibungslos laufen zu können. Aber es hat ja gerade eben schon wieder gut gelaufen. Deswegen muss ich es einfach nur eben wirklich rüberkopieren quasi. Und dann ja, sollte es aber auch keine Probleme mehr geben. Also sorry, wir sehen uns wieder nach einem kleinen weiteren Cut. Das wird eine Schneiderarbeit. Yay. So, da bin ich jetzt wieder mal. Wir haben jetzt schon 20 vor 1. Hat jetzt ganz schön lange gedauert, die Parts zu übertragen auf eine andere Festplatte. Aber egal. Na, kommt nochmal ein Gespenst. Nein? Ich dachte, hier wären zwei Gespenster gekommen, aber vielleicht habe ich auch ein Kontaktding erstmal übersprungen oder so. Oder es kommen später nochmal irgendwie Gespenster bei einer anderen Stelle. Ich habe keine Ahnung. So, ich habe jetzt 305 GB freien Speicherplatz, deswegen, wenn jetzt hier nochmal was anfängt zu spinnen, dann weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich dachte schon kurz, hier wäre ein Abgrund, aber nee. Hier ist ein Abgrund, hier muss ich wieder aufpassen, okay. Mamma mia, Monte Bene. So. Jetzt müssen wir dann dementsprechend zum Grab des Mädchens und dann geht die Scheiße nochmal gewaltig ab. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit diesem Let's Play, beziehungsweise gruselt euch auch so ein bisschen. Und, ja. Ne? Der Weg zum Grab war auf jeden Fall nicht allzu leicht. So, wir können erstmal hier hinspringen. Wo man von hier aus ja auch meinen könnte, da hinten kann man dann rumlaufen und da irgendwie hinspringen. Lasst euch gesagt sein, dem ist nicht so. So, soweit so gut. Es ist noch relativ leicht und schnell zu erkennen, wie hier der Weg ist, aber gleich nicht mehr. Wow, das war schon gerade knapp an der Grenze. Ich glaube... Ja, ich muss da auf die Kante, genau. Da habe ich auch erstmal gerätselt. Ich dachte auch, ja, ich muss doch hier rüberkommen oder sonst irgendwas. Aber nein, ich muss einfach da vorne auf diese scheiß Kante kommen. Hat geklappt beim ersten Try. Yes! Ich habe damals mehr Versuche dafür gebraucht. Und ich habe versucht, immer zum Baum hinzukommen, was aber überhaupt nicht klappt. Fuck. Ja, da sieht man auch schon das Grab. Wie war das nochmal? Was? 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 So etwa nicht? Was? Warum nicht? Aber irgendwie so in der Art. Ich muss halt direkt dann irgendwie so schräg und... Na! Och komm! Oder habe ich das doch mit Körper gemacht? Nee, oder? Dieser Sprung hier ist echt einfach nur... Ja, so sowieso nicht. Obwohl ich es auch mal irgendwie geschafft habe, da unten zu landen und dann irgendwie in der Luft rumzulaufen. Wo ich dann auch dachte, der Spielsturz garantiert gleich ab, ist aber dann irgendwie doch nicht auch passiert. Das war ganz interessant.
Das ist ein bisschen doof. Nein! Ach Mann. So, aber ich speichere jetzt hier an der Kante nochmal. Nee. Normal laufen oder sowas ist... Wo lande ich? Okay, doch nur im Tod. Schade. Ja. So schon mal gar nicht. Das hat gerade gar nicht gepasst. Och Mann, nein! Aber irgendwie so muss das doch funktionieren. Oder warte, so, einen Schritt näher. War das so? Fast, ja, nein. So irgendwie war das aber, glaube ich. Warte. Nein, 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 nein. Warte, einen Schritt normal nach vorne. Hä? Aber eben hat sie doch so einen Trippelschritt dann trotzdem gemacht, obwohl ich einen Schritt weiter vorne stand. Das verstehe ich jetzt nicht. Ha! Ja, doch, das war fast richtig. Das war fast richtig. Ja. Ja. Komm. Ah! Ja. Nein! Aber so ist es richtig. Geradeaus? Ja. 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 Endlich. Boom. Mann, was für ein Meistersprung. Also was für ein schwerer Sprung, wollte ich eigentlich sagen. Genau, und hier steht nämlich ihr Grab. Jetzt kann man hier noch so ein bisschen rumlaufen. Von hier aus kommt man auch nochmal zum Haus auf jeden Fall. Na. Aber zum Baum kommt man tatsächlich nicht, so viel ich weiß. Hier kann man auf jeden Fall... Ich wollte schon gerade sagen, aber hier ist irgendwie ganz komisch gerade Levelende gewesen. Oh, hier kann man ja doch so ein bisschen mehr rumlaufen, als ich ursprünglich dachte. Ah, aber ich glaube, das war nämlich das Ding, weil ich hier versucht habe, zum Baum zu kommen. Und hier ist schon eine Glaswand. Hier ist nämlich einfach Levelende. Deswegen, die Bewegungsmöglichkeit hier oben ist begrenzt. Aber okay, wir sind ja sowieso hier. Ich bin froh, dass ich diesen Sprung nicht mehrmals machen muss wie letztes Mal, weil ich bin letztes Mal schon hier gewesen. Also als ich die Schaufel noch nicht komplett hatte, da habe ich mich dann... sehr geärgert, dass ich den Sprung mehrmals machen muss. Aber naja, wir fangen jetzt mal hier an zu graben. Jetzt fangen wir an zu graben. Ach, jetzt ist das Mädchen wieder da. Lol. Man hört nicht mal Schaufelgeräusche. Also wirklich, die hätten sie ja wohl einbauen können. Tsch. Aber das macht es ja eigentlich noch gruseliger. Warum war das Mädel am Anfang da, dann weg und jetzt ist sie wieder da, jetzt wo wir ihr Grab geöffnet haben? Die merkt das, ich sag's euch. Ich glaube nicht, dass sie das gut findet, dass wir hier so Leichenschändung betreiben. Aber wir wollen dir nur helfen. Auch wenn sie ja gar keine Hilfe will. Aber die kriegt sie jetzt, ob sie will oder nicht. Tomb Raider 5 Musik, okay, warum? Oh, hier ist der Brunnen. Jetzt sind wir wirklich wahrhaft da. Hier ist der Brunnen. Hier wurde sie reingestoßen, auch wenn der eigentlich auf offener Straße war, wollte ich schon sagen, was aber keinen Sinn macht. Also auch wenn sie halt, naja... Wenn der Brunnen ja eigentlich normal da war, wo halt Brunnen so sind, ne? Ja, da war ja was. Ich glaube, ich mache hier jetzt erstmal aber einen Cut tatsächlich und beginne dann hier den nächsten Part, weil da ich das ja zusammenschneiden muss, sollte der jetzt eigentlich lang genug sein. Und da wir jetzt hier quasi ja jetzt in einem neuen Bereich sind, passt das, glaube ich, ganz gut. Also, bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Bye, bye.